Ei, gute wie zu Heldragon LP. Ich begrüße euch zu meinem Ericsson Inform Review. Und wie ihr im Hintergrund schon seht, er ist eigentlich ja als linker Mittelfeldmann jetzt im Team of the Week. Aber ich habe ihn als linken Stürmer spielen lassen in einem 3-4-2-1 System. Und das hatte folgenden Hintergrund. Ich fand von seinen Werten her, von seinen Ingame-Werten her, die wir jetzt gleich sehen werden, müsste er sich da vorne ganz gut spielen lassen. Ob das so ist, werde ich euch gleich erzählen. Seine Ingame-Stats ragt heraus, die 90 Ballkontrolle, die 88 Flanken, 88 Dribbling, 93 Freistoßgenauigkeit, seine langen Pässe, seine Longshots, seine kurzen Pässe und seine Schusspower, genauso wie auch seine Vision. Er hat High-Medium-Work-Rates, hat 5 Sterne schwacher Fuß und 4 Sterne Skill-Moves. Und dann kommen wir doch einfach mal dann dazu, was der Junge für mich gebracht hat, und wir fangen mal mit dem Negativen an. Das Negative bei ihm ist ganz, ganz klar, was mir ins Auge gestoßen ist, die Stärke. Es kommt zwar gleich eine Szene, wo er sich durchsetzen kann und dann gefoult wird und halt nicht hinfällt, das ist aber wirklich eine Ausnahme. In der Regel ist es so, dass er relativ leicht vom Ball zu trennen ist. Ich glaube, die Szene kommt jetzt. Genau, hier bleibt er gegen, ich glaube, David Lewis ist es, wenn ich es richtig jetzt sehe. Bleibt er zwar stehen, bleibt er zwar stehen und er bekommt einen Freistoß, aber in der Regel fällt er. Also er bleibt normalerweise nicht stehen, sondern der Ball ist in der Regel weg. Das ist wirklich ein großes Problem, allerdings kann man dem halt mit seinen 4 Sterne Spezialbewegung und seinem Dribbling im Allgemeinen, kann man da was entgegensetzen. Deswegen, so lala, sage ich jetzt mal. Es kommt drauf an, wie ihr spielt. Das zweite ist das, was ich gestern bei Oscar schon stark bemängelt habe. Auch er hat leider einen sehr geringen Aggressionswert. Und das bedeutet besonders in seiner Position, dass er halt nicht so oft nach vorne durchstartet. Er bleibt halt immer nach hinten, er bleibt halt quasi immer so ein Stück zurückgezogen und schaut sich quasi das Geschehen von hinten an. Und das ist natürlich gerade als linker Stürmer nicht gerade perfekt, aber da er halt kein linker Stürmer ist, sondern er ist ja linker Mittelfeldmann, kann ich ihm das jetzt im Grunde genommen nicht wirklich ankreiden. Dafür muss ich aber sagen, gegen dazu Oscar, ist er trotzdem präsent. Also da kommen jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen so ein kleiner Schnitt rüber zum Positiven. Er hat dafür auch dieses Flair an und für sich, dass er ein Spiel leiten kann. Er liest das Spiel, er findet seine freien Leute und die kann er auch sehr gut bedienen. Und da kommt halt seine Passwerte von 87 lang und 89 Kurzpass zu Trage, dass die Pässe doch sehr, sehr genau und akkurat halt kommen. Und das gleicht er halt dann damit wieder aus. Und wie gesagt, er ist ja normalerweise linker Mittelfeldmann und kein linker Stürmer. Trotz allem ist es so, dass wenn er mal zum Schuss kommt, wie man jetzt auch im Hintergrund sehen wird, genau, zack, bumm, macht er trotzdem seine Chance, macht er trotzdem die Tore rein. Er ist zwar jetzt nicht der geborene Goalgetter, das vorneweg, aber er macht, wenn er dazu kommt, wenn er halt mal vorne wirklich zu finden ist, macht er in der Regel auch seine Tore. Er hat auch einen sehr schönen Longshot. Ich habe zwar kein Longshot-Tor erzielt, aber das ist bei mir jetzt nichts Außergewöhnliches. Man merkt aber schon seine Schussstärke und das, denke ich, ist dann doch für manch anderen auch sehr wichtig. Seine Standards sind allesamt relativ gut, also seine Bälle kommen wirklich stark, auch mit einem schönen Schnitt in den 16er reingeflogen und können dann eigentlich immer ganz gut verwertet werden. Sein Tempo auf der Ingame hat er 87 Beschleunigung. Dem würde ich nicht ganz entsprechen, denn manchmal ist er doch schon etwas, ja, behäbiger, sage ich mal. Dafür ist er auch nur 1,77 groß, das kann man da ein bisschen mehr erwarten. Aber er ist nicht langsam, also versteht mich da bitte nicht falsch. Nur bei 87 Antritt denkt man halt Wunder, wie schnell der auf Endgeschwindigkeit ist. Und ja, nee, er ist nicht langsam, aber so ein Aubameyang ist auf jeden Fall nicht. Ansonsten bleibt mir noch zu ihr sagen, ja, seine Reaktionswerte, also er führt eigentlich alles aus, sobald man irgendwo drauf drückt. Das ist natürlich hervorragend. Und ansonsten halt, wie gesagt, er ist meiner Meinung nach eher dafür geeignet für den linken Mittelfeldmann als für den linken Stürmer oder den linken Flügel. Denn wie gesagt, er beobachtet das Spiel lieber und schickt die Leute lieber mit einem schönen Pass, als dass er selbst geschickt werden möchte und die Bälle vorne netzt. Also wenn ihr ihn kauft, dann rechnet ihn doch eher als linken Mittelfeldmann ein.
als linker Stürmer, denn er ist natürlich auch wie seine Nichten vom Kader eher zentraler Mittelfeldmann und das merkt man dann halt schon, dass da seine Stärken eher am Aufbau und im Design des Spiels, ach, klingt das nobel. Auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine, er ist eher so der Spielmacher an für sich. Und wie ihr seht, ich habe 7 Spiele gespielt, er hat 3 Tore für mich geschossen und hat 2 vorbereitet. Das klingt jetzt nicht überragend, aber er hat sich wirklich gut spielen lassen, es hat mir auch ehrlich Spaß gemacht. Zusammengefasst, beim Passen ist überragend, er hat 4 Sterne Spezialbewegung, 5 Sterne schwacher Fuß, das ist natürlich super, gerade als linker Mittelfeldmann. Mit Flanken etc., da er auch noch 88 Flanken hat, die wie gesagt auch noch stark sind, ist das natürlich super. Seine Standards sind wirklich gut und dieser Schmankel, er hat halt wirklich den Blick für einen freien Mann und das kombiniert mit seinem Passspiel ist wirklich tödlich. Als Solala habe ich halt angegeben, dass er halt für das schnelle Umschaltspiel nicht geeignet ist. Das liegt halt wie gesagt an seinen Aggressionswerten. Er hängt dann da manchmal noch ein bisschen zurück, statt durchzustarten. Und er ist meiner Meinung nach, wie gesagt, besser im Mittelfeld aufgehoben als Spielmacher, was nicht bedeutet, dass er ihn als ZOM spielen soll, sondern halt als linken Mittelfeldmann, wo er auch dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Da denke ich, ist er noch gefährlicher als linker Stürmer. Ansonsten halt, wie gesagt, was mir wirklich missfallen hat, war halt diese körperliche Schwäche, aber nobody is perfect. Und das war es im Grunde genommen. Ich habe für ihn 72.000 Coins bezahlt, wie ihr gesehen habt. Ich glaube, aktuell liegt er jetzt bei 65.000. Alles, was unter 60.000 ist, würde ich sagen, schlagt mal zu und probiert ihn aus. Denn er ist wirklich gut mit ihm zu spielen. Und es hat auch echt Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Also von mir ganz klar eine Kaufempfehlung für ein BPL-Team. Und ihr sucht halt mal einen anderen linken Mittelfeldmann. Dann ist das, denke ich mal, eure Wahl. Jetzt im Anschluss kommt nochmal das Tor des Reviews. Diesmal nicht so ein super Kracher, aber was Besseres gab es halt leider diesmal nicht. Und dann bleibt mir wie immer zu sagen, lasst bitte einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und macht's gut. Ciao.